Hallo, guten Abend. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Julian Bodewig. Ich bin Student in dem Masterstudiengang Filmkultur, bei dem die Goethe-Universität hier mit dem Deutschen Filminstitut kooperiert. Zeitweise oder gelegentlich bin ich auch studentische Aushilfe im Filmarchiv, ebenfalls hier im Haus und auch Mitorganisator bei der Treppe 41, dem Filmclub. Nun aber zu der Landärztin. Wie man dem Titel schon entnehmen kann, haben wir es hier mit einer Mischung von zwei populären Genres aus den 50er Jahren zu tun, einerseits dem Arztfilm und andererseits auch dem Heimatfilm. Allerdings ist die Landärztin ja von 1958, also zu einem Zeitpunkt, wo der Heimatfilm eigentlich schon so ein bisschen ausgedient hat. Und dementsprechend hat auch schon der Autor und Kritiker Claudio Seidel angemerkt, dass man bei die Landärztin, dass diese Idylle, die ländliche, nicht mehr ganz so zutrifft, wie es bei anderen Heimatfilmen der Fall ist. Man würde in dem Dorf schon eine gewisse Krankheit ansehen oder man könnte sagen, das Dorf ist krank oder der Aufenthalt in dem Dorf macht krank. Allerdings nichtsdestotrotz haben wir es in dem Film mit ganz klassischen Zutaten zu tun. Es gibt den Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen Tradition und Fortschritt, Alter und Jugend, Arm und Reich und in dem speziellen Fall natürlich auch den sehr klischeebehafteten Gegensatz zwischen den Geschlechtern. Aber nochmals zurück zu dieser anfangs angesprochenen Abweichung. Moment, wo war ich jetzt? Genau. Zu dieser Abweichung. Der Psychologe Gerhard Pliersbach hat in seinem Werk So grün war die Heide, wo er den deutschen Heimatfilm eben psychologisch interpretiert oder deutet, hat er angemerkt, dass eben diese etwas kaputte Dorfgemeinschaft eventuell die Schuld oder wie hat er es genannt? Moment, die Kollektivschuld des Dritten Reiches repräsentieren würde. Das klingt jetzt sehr hochtrabend und vielleicht auch etwas überambitioniert, denn die Landärztin ist nichtsdestotrotz ein ganz klassischer Unterhaltungsfilm mit einem ganz klassischen Happy End. Inszeniert wurde der Film von Paul May. Der hat zwischen 1950 und 1963 so um die 23 Filme realisiert. Also dementsprechend kann man ihn getrost als Routinier des Nachkriegskinos bezeichnen. Und in der Tat ist der Film auch sehr gut inszeniert. Er changiert gekonnt zwischen intendierten Schenkelklopfern und einer vielleicht teilweise unfreiwilligen Komik, die eventuell dem Zeitgeist geschuldet ist, aber eventuell empfinde ich das nur so. Das Anliegen dieser Reihe ist es ja, darauf aufmerksam zu machen, dass das Kino der Adenauer-Ära vielseitiger, ambivalenter, poetischer, politischer, ästhetisch ambitionierter, sinnlicher, wilder und bizarrer war als sein Ruf. Und einiges davon trifft heute Abend auf die Landärztin zu. Ich freue mich riesig, den Film jetzt nochmal zu sehen. Bei der ersten Sichtung hat er mich sehr positiv überrascht. Vielleicht noch ein ganz kleiner Funfact am Rande. Die Hauptdarstellerin Marianne Koch, die titelgebende Landärztin spielt, war zu dem Zeitpunkt 26 Jahre und hat auch schon einige Semester Medizin studiert. In den frühen 70ern hat sie ihr Medizinstudium dann beendet und war bis in die späten 90er praktizierende Internistin. Allerdings nicht als Landärztin, sondern als Stadtärztin in München. Wir begeben uns jetzt aber auf das Land, in das fiktive Kürzlingen, in die bayerische Provinz. Ich wünsche eine gelungene Projektion, viel Spaß und danke für die Aufmerksamkeit.